Gefällt es Ihnen denn gar nicht bei uns? Wollen Sie sich hier nicht ein wenig heimisch fühlen? Kommen Sie, ich will den letzten Versuch machen. Die neue elektrische Leitung ist bisher nur unten eingeführt. Wir haben dieses Haus erst vor kurzem gekauft. Da gibt es also auch schon in Amerika alte Häuser. Natürlich. Hier werden Sie schlafen. Was soll denn das? Also wollen Sie mit mir kommen oder nicht? Jetzt wäre ich bald hinausgefallen. Schade, dass es nicht geschehen ist. Jetzt rühr dich, wenn du kannst. Du bist wahnsinnig. Es verlockt mich geradezu riesig, dich zu ohrfeigen, so wie du jetzt da liegst. Ich werde es wahrscheinlich bedauern. Wenn ich es aber tun sollte, so wisse schon jetzt, dass ich es fast gegen meinen Willen tun werde. Und ich werde mich dann natürlich nicht mit einer Ohrfeige begnügen, sondern rechts und links schlagen, bis dir die Backen anschwellen. Und vielleicht bist du ein Ehrenmann, ich möchte es fast glauben, und wirst mit den Ohrfeigen nicht weiterleben wollen und dich aus der Welt schaffen. Aber warum? Bist du auch so gegen mich gewesen? Gefalle ich dir vielleicht nicht? Lohnt es sich nicht, auf mein Zimmer zu kommen? Ich gehe jetzt. Vielleicht bekommst du später Lust, zu mir zu kommen. Die Tür zu meinen Zimmern ist die vierte, von dieser Tür ausgerechnet, auf dieser Seite des Ganges. Du gehst also an drei Türen vorüber und die, zu welcher du dann kommst, ist die richtige. Ich werde nicht gerade auf dich warten, aber wenn du kommen willst, so komm. Erinnere dich, dass du versprochen hast, mir auf dem Klavier vorzuspielen.